Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Heute geht es mal um das Thema Exportfahrzeuge. In welche Länder wurde Simson exportiert und woran kann man diese Fahrzeuge erkennen, wenn sie denn wieder nach Deutschland importiert werden? Diese Fragen klären wir wie immer gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, verdammt. Ich habe weder ein Exportfahrzeug hier, noch gibt es detaillierte Informationen darüber, in welchen Ländern man noch Simson fährt und wo Simson allgemein noch bekannt ist. Da hilft nur noch eins, das müssen wir einfach selbst herausfinden. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Der ein oder andere von euch wird diesen Ort hier wahrscheinlich kennen, wie soll es auch anders sein. Wir sind natürlich im Gewerbepark in Suhl und genau hier begann damals die Reise für alle Simson-Fahrzeuge, ganz egal ob sie innerhalb Deutschlands blieben oder in irgendein anderes Land exportiert wurden. Ungefähr 50.000 Fahrzeuge pro Jahr gingen ins Ausland, allerdings sind das nur grobe Schätzungen. Ob sie im Ausland heutzutage noch gefahren werden und wie die Leute dort zu Simson stehen, das weiß niemand und genau das wollen wir auf unserer Reise herausfinden. Übrigens, wir sind nicht mehr alleine. Wir haben im Hintergrund ein bisschen Unterstützung bekommen. Freunde, winkt mal. Ja, Freunde, Prost erstmal. Wir haben es tatsächlich gerade eben noch über die polnische Grenze geschafft. Und auf den letzten Metern in Deutschland haben wir mal wieder Unterstützung bekommen von ein paar Simson-Freunden. Sehr geile Aktion, wie ich finde. Naja, und jetzt sitzen wir hier ganz gemütlich in unserem kleinen Bus und wissen selber noch nicht so richtig, was die nächsten Tage bringen sollen. Aber, und das will ich euch mal hier auf dem kleinen Laptop zeigen, wir haben jemanden gefunden,
aus Polen. Und zwar ein polnischer YouTuber, der auch Simson-Videos macht. Man versteht nicht besonders viel, wenn man nicht gerade Polnisch spricht. Aber das zeige ich euch jetzt erstmal und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild davon machen. Zapalić mi za pierwszym razem. Nie to, że ja 100 razy będę tutaj. Tada! Biorę ze sobą niezbędne, wiadomo, rzeczy. Wszystkich swoich fanów pozdrawiam wszystkich. Słuchajcie, moi drodzy. Tutaj widzimy serduszko od Simsonka. Ułoży, to musi odpalać tak. Wir versuchen uns gerade, wie gesagt, schon mal mit ihm in Verbindung zu setzen, hoffen auf ein Treffen. Und ob wir uns treffen und wenn ja, wie das Ganze laufen wird, das seht ihr dann im nächsten Video. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, freue mich mega, wie das Ganze hier weitergehen wird. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder und bis dahin macht's gut. Ciao.